Hey Kirby, wie es aussieht, sind wir wieder zurück auf Planet Pop. Ja, aber Elfilin, er ist weg. Für immer verschwunden. Katztastisch, begrüßen wir euch zum großen Finale von Kirby und das vergessene Land. Hier auf Katze. Rotarts verbotene Lande, heute natürlich mit Elfgirl. Und sie macht die eigene spannende Musik dazu. Ja, und bist du bereit? Also ja. heute wird es richtig spannend und emotional, wie ich finde. In Gegenwart des Königs. Uiuiuiuiui. Ja, heute ist es endlich soweit. Werden wir es schaffen? Natürlich werden wir das schaffen. Ich habe da gar keine Zweifel. Wir haben schon so viel geschafft. Ganz kurz vielleicht für euch als Info, links oben seht ihr das, Elfgirl ist ausgestattet mit einem extra KP-Schub, ja, das ist besser als die Maxi-Tomate und wir haben temporär für 200 Sekunden einen verstärkten Angriff und verstärktes Tempo und sie trägt natürlich die Eisfähigkeit, um sich besser zu schützen. So, jetzt guck mal, wer da wartet. Wer ist das? Kennen wir den schon? Irgendein König. Aus der vierten Welt kennen wir den. Ja? Ja, das war DDD. DDD! Urerzfeind, vergiss DDD. Und dem wurde eine fiese Maske aufgesetzt. Ja, ich hab's gerade schon gesehen. Hey, König DDD, lass meinen Freund in Ruhe. Ja, aber nicht nur schützen und fliegen, sondern auch angreifen, Madame. Ja, okay, ich muss mich gerade mit der Eisfähigkeit noch vertraut machen. Boah! Jetzt hat er mir meinen Hut geklaut. Hey, was für ein König DDD. Jetzt haben wir die Chance bekommen. Jetzt können wir an. Jetzt. Aber nicht den Stachelangriff, den normalen Angriff einsetzen. Ja, warte. Ich versuch's. Okay. Moment. Und zack. Wenigstens schützt du dich. Ja. Guck mal, ich dachte eigentlich, das Feuer löst meinen Schutz vielleicht auf, aber das ist gar nicht so. Ja, hier jetzt nicht, aber Achtung, jetzt beginnt die zweite Phase. Jetzt wird er richtig böse. Er hat wieder volle Energie und jetzt wird er wild. Ja, warte. Ein richtiges Wildschwein. Achtung. Hey! Ich muss erst mal wieder meinen Helm aufziehen. Jetzt. Vorsicht, der greift an. Und jetzt raus aus dem Feld. Eispucken. Nicht die Eisstacheln, Eispucken. Ich spucke den Eis. Einmal drücken, nicht doppelt. So. Ja, siehst du, so ist der ganz gehen. Ja, besiegt. Wir haben den echt schnell besiegt, aber wie gesagt, wir haben auch doppelte Angriffskraft und Geschwindigkeit. Ah, drei Waddleys. Oh, wir können tatsächlich nochmal drei nach euch benennen. Dann haben wir hier... Luis. Jack und... Dean. Hallo! Luis, Jack und Dean, herzlich willkommen zurück! Ihr musstet am längsten warten, aber jetzt habt auch ihr es geschafft! Genau, sehr schön! Schließe den Abstand ab, wir haben alles erledigt, bis auf das letzte. Besiege den Boss, ohne einen Schaden zu nehmen. Ja, das ist auch fast nicht machbar. Also da muss ich noch ein bisschen lange üben, bis ich das erreichen kann. So, guck mal, eigentlich ist er ganz lieb. Ah, der ist ja echt lieb! Oh, guck mal, er hat Dean gestreichelt. Süß. Wow, was ist das hier? Oh? Lass uns da reingehen, würde ich sagen, oder? Oh, was passiert? Oh. Nein, ganz viele Gegner. Das ist das Bestienrudel. Schnell. Oh nein, Luis ist gestürzt. Luis, nein. DDD, hol Luis schnell zurück. Schnell, oh nein. Nicht Luis zurücklassen! Ja! Oh nein, ja. Ich halt auf! Hey Girl, halt die Tür offen! Ich halt die Tür offen! DDD, mach schnell! Bring Luis zu uns! Wow! Oh nein! DDD, nein, opfer dich nicht! Komm zu uns! Er stellt sich dem Bestienrudel! Ganz nein. Allein! Und jetzt sind wir in Labor. Discovera. Uiuiui, das wird spannend. Oh, was passiert hier? Was passiert hier? Was geht hier vor sich? Willkommen Besucher zur Traumentdeckungstour in unserem Labor.
im Labor Discovera. Während dieses spannenden Rundgangs werden Sie die ultimative Lebensform kennenlernen. Spezimen ID F86. Vom Moment seiner Ankunft auf unserem Planeten führte ID F86 einen Feldzug der Zerstörung, der unsere heimische Tierwelt zu bedrohen schien. Unseren Forschern glückte jedoch die Gefangennahme, bevor es seine Invasionspläne umsetzen konnte. Kurz darauf begann unser Labor die Erforschung der Teleportationsfähigkeiten von ID F86, Untersuchungen, die das Fundament unserer heutigen planetarischen Teleportationstechnologie bilden. Jahre nach Forschungsbeginn kam es infolge eines Laborexperiments jedoch zu einem Zwischenfall. Dabei gelang einer neuen Lebensform die Flucht, die sich vom Hauptspezimen abspaltete. Sie wurde bislang noch nicht gefunden. Seit diesem Ereignis zeigt IDF86 keinerlei Aktivität mehr. Es befindet sich nun in permanenter Stasis innerhalb der maßgefertigten Ewigkeitskapsel hier im obersten Stockwerk des Labors Discovera. Und da wären wir auch schon. Begrüßen wir die ultimative Lebensform. Spezimen ID F86. Und jetzt geht's so richtig los. Allein die Musik ist an dieser Stelle bombastisch gemacht. Ich hab jetzt schon Angst. Komm, wir schaffen das, wir schaffen das. Das große Finale beginnt. Offiziell genau jetzt. Was ist das? Und heißt Leopold. Sieh nur genau hin, Rosa Eindringling. Ist das nicht ein wundervoller Anblick? Ich weiß nicht. Dabei verfügt der große Eine nicht einmal über seine vollständige Form. Ohne seine andere Hälfte ist er unvollständig. Vor langer Zeit gewährte der große Eine den Bewohnern dieser Welt eine wunderbare Kraft. Die Bewohner verließen daraufhin diese Welt und betraten ein Land der Träume. Sobald der große Eine wieder vollständig ist, dann, ja, dann wird uns ebenfalls diese wunderbare Kraft verliehen. Uns, die wir in diesem vergessenen Land zurückgelassen wurden. Und nun ist dieser Zeitpunkt endlich gekommen. Wow, Elfeline! Hi! Elfeline. Wir müssen ihn retten! Ja! Ganz recht. Diese winzige Kreatur hier ist die fehlende Hälfte des großen Einen. Nach all der Planung und der Plackerei können wir dem großen Einen endlich behilflich sein, seine vollständige Form anzunehmen. So viele Jahre träumten wir bereits von diesem Moment. Solltest du uns in die Quere kommen, verputzen wir dich mit Haut und Haaren. Oh nein! Achtung, Achtung! Oh, ganz viele Gegner! Das sind seine Schergen! Mach sie platt, Elfie! Der letzte noch! Oh nein! Achtung, weitere! Weitere, genau! Achtung, komm her, du Wüstenfuchs! Und du auch! Geschafft! Ja, das war ja gar nicht so schwer, Leo! Und, gibst du uns Elfilin zurück? König der Bestien Leopold. Oh nein, er kommt! Achtung! Jetzt müssen wir gemeinsam kämpfen. Ja. Und... verteidige dich, Elge. Ich verteidige mich. Komm. Achtung! Also wichtig ist, dass wenn er dich angreift, du in deine Schale gehst, so wie jetzt. Und wenn er fertig ist, gleich raus und attackieren. Jetzt attackieren. Ja? Okay, warte. Boah. Nein, ich muss meinen Hut aufziehen. Ja, warte. Boah, erstmal hier. Bitte, ein Stern für dich, lieber Leo. Boah. Jetzt, voll drauf voraus. Jetzt hast du die Chance. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, jetzt warte. Jetzt raus, komm raus. Jetzt ja, attackieren. Ja, ich komme. Rein. Oh nein. Und los. Das ist ein schneller und ständiger Wechsel. Boah, du vereist ihn. Perfekt. Ich vereise ihn. Weiter. Das machst du gut. Er hat sich gut befreit. Schnell. Oh. Jetzt hau rein, Elgirl. Aber was macht der? Oh nein. Jetzt ist er besonders wütend. Achtung. Bleib versteckt.
Der hat Laserstrahlkrallen. Ja, ja, und jetzt kannst du ihn attackieren. Ich komme, mein Freund. Weiter. Achtung, schütz dich. Boah, der hat mich fast gebissen. Jetzt noch einmal, komm. Von hinten, ich vereise dich. Jetzt die letzten. Warte. Ja, nein, er hat mich fast... So, lass mich in Ruhe. Du beißt dir nur die Zähne an mir aus. Und jetzt. Achtung, Vorsicht, Laserstrahl, versteckt dich. Boah, gut gemacht. Das war knapp. Turbo-Laserstrahl. Und jetzt, der letzte Angriff. Zack. Bäm. Sehr gut, du hast es geschafft, Elge. Wir haben es geschafft, mein Waddle-Dee-Freund. Oh, ich glaube, der hat ein bisschen Schaden genommen. Ein bisschen. Evelyn! Endlich konnten wir dich retten. Komm raus. Hey, mein Kleiner. Komm raus. Ja. Schön. Endlich sind wir zusammen. Oh, wie sie sich alle drei freuen. Aber was ist mit Leo? Du wagst es. Plan ruiniert. Wichtiger Plan. Benötigte Arbeiter. Öffnete Wirbel. Fand Lakaien. Brachte sie her. Machte großen Fehler. Listiger rosa Fremdkörper. Sorgfältige Planung zunichte gemacht. Weitere Planung zwecklos. Geduld aufgebraucht. Zielsetzung angepasst. Alles soll verschlungen werden. Nein! Oh, oh. Hilfe! Was passiert hier? Das ist die andere Seite von Elfelin. Oh, nein. Nein. Wo bitte kommen nicht, bitte die nicht. Denn her? Jetzt haben wir ein Problem. Oh, nein. Oh, was passiert jetzt? Oh, der saugt die alle ein. Oh. Der verschlingt alles durch seinen ekligen türkisenen Schleim. Der absorbiert die Kräfte der anderen. Oh nein, pass auf, mein Waddle-Dee. Elfelin. Oh. Ich werde nichts sagen, aber ich glaube, wir sollten schleunigst abhauen von hier. Ja, guck mal, da ist ein Spalt in der Tür. Ja, warte. Oh, Zaubertrank. Dankeschön. Let's go. Okay, oh, cool. Geschafft. Alles wieder gut. Ha, Elfelin freut sich genauso, uns zu sehen. Oh, oh. Was passiert? Ich glaube, da hat jemand was dagegen, dass wir abhauen. Hoffentlich hält die Tür stand. Sieht nicht so aus. Nein! Invasive Art Ultimo Vergiss. Oh nein! Jetzt müssen wir versuchen, ihn zu attackieren. Ja, warte. Aber der ist schon schnell. Ja, ja. Was wir hier sehen, ist einmal das Gesicht von Leopold in der Mitte. Und links, rechts, oben, unten, das sind alles andere Gegner. Wir sehen rechts unten das Krokodil, oben den Maulwurf, Stimmt. die Schlangen. Oh nein! Und jetzt ist es wichtig, sich auch regelmäßig zu schützen. Interessant ist jetzt, dass der Kampf nicht so leicht und schnell gehen wird, wie vielleicht die ersten zwei, weil wir jetzt keine vergrößerte oder verbesserte Angriffskraft haben. Das stimmt. Oh, ein Entdecker noch. Aber ich bleib bei meinem Eis. Ja, ja, Eis ist gut. Oh, so, jetzt. Hier, nimm Achtung, das Achtung, und Achtung. Das. Geh gleich in Schutz. Dann wirst du einfach nur geschoben. Ja, ich merk's. Ja, ja, komm, Versteck komm. Dich hinter meinem Eis. Attackieren. Hier. Attackieren. Und lauf, mein Freund. Und jetzt. Versteck dich gleich. Oh. Ja, gut, aber hast du gut gemacht. Danke. Der hat schon viel Schaden genommen. Ja, aber der spuckt jetzt auch seinen Schleim. Ja, ja. Schon ein Halunke. Aber du musst mir helfen, weil ich verliere gleich meine zweite Kraftpunkteanzeige. Oh, pass auf. Du machst es aber echt gut. Du hast keinen so einen Schutz wie ich. Leider nicht. So, nein, er hat mich getroffen. Nein. Bitte. Zack. Er hat riesen Schaden gemacht bei mir. Ja, aber jetzt, hier. Elgirl, ich zähle auf dich. Warte. Nein, der hat mich erwischt. Ich muss hier irgendwie wieder rauskommen. Nein, ich habe meinen Hut verloren. Nein. Jetzt musst du hol dir das Feuer. Nein, der ist besiegt. Warte. Aber hier gibt's Sterne, Sterne. Saug die Sterne ein und spuck sie auf sie. Nimm mir doch. Wenn die im Schleim stecken, kann man die nicht so einfach einsaugen. Oh, was macht ihr jetzt? Achtung, ich habe mal ein paar Speere vorbereitet. Bitte schön. Pass auf. Und
jetzt, Achtung, ausweichen. Gib mir einen Stern. Ja, saug die gleich ein und attackier ihn. Boom. Und gleich noch einmal, gleich noch einmal. Boom. Boah, falsche Richtung. Warte, der nächste. Wow. Jetzt, saug ein und boom. Geschafft. Mit dem letzten Stern. Eieiei. Ist er jetzt für immer besiegt? Oh nein! Was passiert jetzt? Los, Elfie! Nein! Elfilin! Wie konnte das passieren? Er hat ihn sich noch geschnappt! Wir müssen schnell hinterher. Wir müssen Elfilin retten, bevor es zu spät ist. Aber wo ist er hin? Irgendwo da nach oben. Nach oben? Na, dann lass uns nach oben klettern. Okay, Beeilung. Mhm. Wir dürfen keine Zeit verlieren, L-Girl. Auf keinen Fall. Schnell. Und? Boah, was passiert hier denn? Hier gar geht's nicht. Ja weiter. Hier gibt's eine Tomate für dich. Ja, erstmal stärken. Ja. So viel Zeit muss sein. Komm. Wir stärken uns für Elfilin. Ja, ich habe leider nur eine Kraftpunkteanzeige. Ja, okay, ich sehe schon, hier gibt's ein bisschen ein paar Eigenschaften für uns. Ja, du nimmst am besten die Eisfähigkeit, auf hätte ich gesagt. Auf jeden Fall. Weil du Achtung. Da unverwundbar bist, wenn du dich schützt. Da habe ich wieder meinen tollen Hut auf. Sehr so. Gut. Da nach oben. Nach oben. Und was sehen wir hier? Oh, gar weiter nichts. Geht's. Das gibt ganz schön Muskelkater in den Beinen. Jetzt sind wir auf dem Dach. Auf hier dem landen normalerweise Dach. Helikopter, aber diesmal nicht. Oh nein. Hier findet der letzte große Kampf statt. Oh, den werden wir jetzt auch noch meistern. Und dann haben wir hoffentlich Elfilin für immer befreit. Aber was ist diese Masse hier? Das ist Kaugummi. Wow. Wow. Ultimative Lebensform Ultimo Elfilis. Oha. Und der ist bestimmt super stark. Stark und sehr, sehr flink, sehr agil. Na Achtung, toll. Achtung, wow, Achtung. Gleich Laser ausweichen. Wow, du musst vor allem ausweichen. Ja, er hat mich anvisiert, warum auch immer. Du hast es nicht so leicht wie ich. Achtung, gleich kommt er wieder runter. Und Achtung und kaboom. Schutz. Achtung, Das ist unsere Chance. Wenn er mit seinem Speer im Boden steckt, kannst du attackieren. Ja, warte. Er wurde nicht versteckt. Komm jetzt, L-Girl. L-Girl. Sein Fuß, hast du gesehen? Nein. Sein Fuß war vereist. Das war schon mal ein guter Ansatz. Okay. Achtung. Und Achtung, bleib da drin. Ja. Wow. Und jetzt attackieren. Attackiere dich. Verteidigung. Gut. Wow, hey. Das ist ja ein richtig schneller Wechsel. Jetzt Achtung. Attackieren. Oh, nein. Boah, der ist echt flink. Achtung. Boah. Wow. Jetzt aus und attackieren. Ich attackiere ihn. Vereisen. Sehr gut. Weiter. Ja, du hast ihn vereist. Boah. Das hat echt viel Schaden Nein. gemacht. Dranbleiben, ja, warte. Boah, jetzt. Er fliegt erstmal wieder weg. Ja. In sichere Gefilde. Oh nein. Und. Wow. Jetzt guckst du blöd. Und jetzt Achtung. Achtung. Wow! Yeah, jetzt! Volle Kraft voraus! Chakaboom! Hey! Nochmal! Warte, ich brauche meinen Hut wieder! So! Gibt es hier nochmal besondere Energie? Oh, was passiert hier? Du musst attackieren! Du musst attackieren, Elger! Das ist wichtig! Ja, ich weiß nicht, was der richtige Moment zum Attackieren ist! Immer dann, wenn er zuschlägt, muss er erstmal ein paar Sekunden sich regenerieren, oder? Wartet erst einmal. Lassen wir überhaupt zu? Ja, ich warne dich aber auch. Achtung, jetzt. Attackieren. Okay, warte. Aber mit Eiszapfen. Ja, warte. Er passt vereist. Ja, gut. Nee, du hast ihn vereist. Ich habe ihn vereist. Ich hatte Flügel auch noch. Ja. Boah. Hab ich dich vereist. Was macht er jetzt? Oha. Dunkle Materie. Dunkle Magie. Vorsicht. Da kommen Gebäude oder Meteoriten. Versteck dich. Ich brauch dich noch, mein Freund. Oh nein. Los, weg hier. Sehr gut versteckt. Boah, klasse. Okay, weiter geht's. Jetzt kommt er gleich. Wo ist er? Mit noch einem Feuerstreifen. Und nochmal. Das war gleiche knapp. Noch ein drittes Mal. Drittes Mal noch. Und jetzt können wir attackieren. Jetzt können wir attackieren. Boom. Gut machst du das. Vereis ihn nochmal. Der war jetzt echt noch schnell.
Und jetzt teilt er sich auf. Wir müssen den richtigen finden. Schnell. Okay, warte. Ich nehme den hier. Ich nehme den hier. Und das ist er. Das ist der richtige. Ja. Wo siehst du das? Oh nein. An der Energie unten. Weiter, weiter. Vereisen. Okay. Vereis dich. Achtung, schützt dich. Gut. Wow. Oh, wir meistern den Kampf gleich. Das ist der Eisspeer. Achtung. Vorsicht. Sehr schön. Oh, jetzt, komm. Oh, noch ein drittes Mal. Oh. Und jetzt ist die Chance gekommen. Jetzt? Wow. Oha. Jetzt. Oh nein, er nimmt nochmal Anlauf. Jetzt kommen nochmal die Gebäude runter, die Meteoriten, alles Mögliche. Pass auf, mein Freund. Immer schön ausweichen. Ausweichen. Wow. Und Riesenbrocken. Und nochmal. Und nochmal. Oh, Achtung. Geht's dir gut? Ja, alles okay. Paletti. Oh, wo bist du? Hier, jetzt. Rauskommen. Und attackieren. Nimm das und das. Die letzten Weiter. Hau rein. Und jetzt schüttel was das Zeug hin. Schneller! Oh, gerade noch so. Ui. Wir haben Elfilin gerettet. Aber Elfilin sieht noch ganz erschöpft aus. Okay. Hey, hi. Wow, er freut sich. Schön, dich zu sehen. Und? Was ist mit dir? Oh. Ultimo Elfilis gibt nicht auf. Nicht? Ich dachte, wir haben ihn besiegt. Ich glaube noch nicht. Oh, das ist ein nie endender Kampf. Was passiert jetzt? Der Himmel tut sich auf. Oh. Was passiert? Was für eine unglaubliche Macht. Ich befürchte, uns steht Schlimmes bevor. Was ist denn, Kirby? Guck mal. Ist es etwa... Ist das deine Heimat? Planet Pop? Oh nein! Planet Pop wird in den großen Wirbel gezogen. Er soll wohl mit dieser Welt kollidieren. Nein! Wir müssen das verhindern. Aber wie nur? Wir werden es schaffen. Irgendwie. Oh, ein Auto! Truck! Ein Truck, der leuchtet! Ich hab die Idee! Okay, jetzt wird's nochmal richtig spannend. Achtung! Einmal den Truck eingesaugt. So, und jetzt? Jetzt müssen wir da durch zu Ultimo Elfilis und ihn ein für alle Mal stoppen. Das schaffen wir. Also, volle Kraft voraus, L-Girl. Hau auf den Putz, fahr ganz schnell. Ich drück das Gaspedal schon bis zum Anschlag durch. Und ich werfe alle Speere, die ich besitze. Halt dich gut fest da oben, mein Freund. Mach ich. Achtung. Oh, sehr gut. Jetzt kommen wir. Oh nein. Oh nein, ein Stock tiefer. Achtung. Weiter. Oh, gerade noch so. Nach rechts. Fest halten, scharfe Kurve. Nach links. Schaffen wir. Und geradeaus weiter. Nach links. Festhalten, mein Freund. Und dadurch. Nach links, nicht von der Kante fallen. Niemals. Das schaffe ich. Achtung, geradeaus weiter. Wir haben es fast geschafft. Wir haben fast Planet Pop erreicht. Aber noch sind wir nicht ganz durch. Da wartet das Wesen. Was passiert jetzt? Da kommen ein paar Meteoriten und Gebäudeteile auf uns zu. Mein Auto ist top gebaut. Achtung, nur gut jetzt festhalten. Nach unten. Das mache ich. Komm, beiziehen. Ich merke gerade, ich kann dir sogar auch helfen. Wir können beide auf die Tasten hauen. Prima, dann los geht's. Noch einmal, diesmal schaffen wir es. Schnell. Gerade noch so. Wir fliegen. Da vorne ist Ultimo Elfilis. Achtung, wir kommen.
Boah, nochmal ein Meteorit. Achtung. Da müssen wir jetzt volle Kanne durch. Das schaffen wir. Alter, Team. Alter, geh mir, Girl. Wir sind stärker als du. Elfilin hilft uns auch noch. Elfilin. Halt dich gut fest. Turboantrieb. Da ging schneller. Wir sind stärker. Das Gute wird siegen. Wir müssen da durchkommen. Ja. Und auf jetzt. Auf Nimmerwiedersehen. Versus Ultimos oder wie auch immer du heißen magst. Geschafft. Festhalten. Oh mein Planet! Was geht hier vor sich? Ist das der Planet Pop? Ja! Aber was passiert hier? Alles wird eingesaugt! Mein Planet! Elfilin! Die Verbindung zwischen den Welten! Elfilin! Sie muss geschlossen werden! Um jeden Preis! Bleib bei uns, Elfilin! Hey, Kirby! Danke für alles! Elfilin, nein! Mach's gut! Nein! Komm zurück! Elfilin! Bitte! Ach, Mann! Elfilin! Hey, Kirby! Elfilin ist weg! Glaubst du, wir werden ihn je wiedersehen? Hey! Hey! Elfilin geht es gut, aber was ist mit Leopold passiert? Wir finden es heraus. Bleibt katztastisch!